Sie sind hier, vergrößern, verkleinern die Entscheidung. Lübecks Seezer drückt den Ball in der Nachspielzeit zum 3:1 über die Linie. Urheberrecht Sport 1, 25. März 2019, 22.24 Uhr. Der VfB Lübeck hält seine Aufstiegshoffnungen am Leben. Gegen den TSV Havels entschieden die Hansestädter das Spiel spät für sich. Der VfB Lübeck hat in der Regionalliga Nord seine Aufstiegschancen gewahrt. Zu Hause gegen den TSV Havels taten sich die Lübecker lange schwer, siegten aber am Ende mit 3:1, 0:0. Erst in der 75. Minute erzielte Gruppe den scheinbar erlösenden Treffer. Doch Erhan Yilmaz traf in der 87. Minute zum Ausgleich für Havels. Mit zwei späten Toren entschieden Halke, 89. und Seetzer, 90. 2. das Spiel für die Lübecker. Mit dem Sieg verkürzt der VfB Lübeck den Rückstand auf Tabellenführer VfL Wolfsburg LL auf 7 Punkte. Lübeck hat dabei noch ein Spiel weniger.